Na hallo und willkommen zurück bei Gothic 2 Classic im Minental. Da ist es geschehen, es ist nur noch ein letzter Drache am Leben. Von 4 Stück haben wir 3 besiegt und der vierte wird sobald folgen. Gut, wir sind auf dem Weg zu Marcos Schürfstelle. Die ganze Schürfstelle ist ja von Marcos verlassen worden. Er hat ja dann bei Cavalons Hütte die Erzkisten in Sicherheit gebracht, hat inzwischen auch 2 Ritter zur Verstärkung erhalten und seine Schürfstelle liegt nun in Richtung des Eisgebietes hinter diesem Walde. Da wollen wir hin, von da aus dann Richtung Eisgebiet und dort erwarten wir dann Silvio, der ja Jagd auf den Eisdrachen machen wollte und mal schauen, wie es dann weitergeht. Und wenn wir dann den Drachen besiegt haben, sind wir ein verdammter Drachentöter. Kein Drachenjäger. So lächerlicher Name. Wir sind Drachentöter. So, Kamera an. Da bin ich. Wir machen wahrscheinlich jetzt nur ein Video. Und ich werde wahrscheinlich, nachdem wir den letzten Drachen gemacht haben, ein paar Tage Aufnahmepause machen müssen. Denn ich habe wieder ein paar Videos auf Vorrat. Und danke für den Kommentar übrigens bezüglich dem Vergessenszauber. Ich hatte ja gefragt, wie wir die Aufgabe, das Experiment lösen können. Das machen wir dann, wenn wir wieder nach Korinnes kommen. Und damit so Kommentare eben nicht erst so spät wie jetzt schon wieder mich erreichen, sozusagen, muss ich ein paar Tage Pause machen, dass ein paar Videos nacherscheinen können und wir dann wieder ein bisschen up-to-date sind. Gut, wir haben den Wald schon mal leergeräumt, aber jetzt haben wir vermutlich, da die Orks ja zahlreicher geworden sind, nochmal ein paar neue Gegner hier, hm? Ich mir vorstellen. Diese Musik, ne? Ja. Wir ziehen das ohne Claubelias durch. What the fuck? Das waren doch jetzt Drachensnapper, ne? Normale Snapper? What? So, und da ist ein Troll. Das wusste ich noch. Fragt mich nicht, warum hier jetzt auf einmal ein Troll ist. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich weiß auch nicht. Hier ist halt ein Troll. So, und ihr seht es, tatsächlich ist die Schürfstelle noch in Betrieb. Als einzige. Drachensnapper. Das war's mit dir, du Mistvieh. Schon erledigt. Sag mal. Warte mal. Mit Inas Hilfe werden wir die bösen Kreaturen von hier fernhalten. So sei es. Ich drücke euch die Daumen und ich wünsche es euch auch, denn ihr seid die letzten Paladine bzw. die letzte Schürfstelle, die überhaupt noch in Betrieb ist. Hey, du. Wir werden hier so lange ausharren, wie Inas sein Licht über uns hält. Ah, das ist so geil, ne? Diese ganze Rolle von Inos, ich mag das. Ist echt cool gemacht. So, Grimes, hast du noch was zu sagen zufällig? Von ihm haben wir damals erfahren, dass Marcos weggegangen ist. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Tja, ich als Berg oder als Fels würde auch nicht wollen, dass man mir mein Erz abnimmt. So, Entschuldigung, schnell was getrunken. Ich habe jetzt gerade auch wieder richtig Lust aufzunehmen, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder so einen kurzen Durchhänger, so ein bisschen motivationslos und weiß ich nicht. Wenn man einmal anfängt, jetzt könnte ich, gefühlt würde ich ganz gerne im Anschluss an dieses Video ganz Gothic 3 mit euch durchspielen, komplett. Ohne alternatives Balancing, glaube ich. Das
Das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, das heißt, wir haben von allen Schürfstellen nur noch eine einzige, die in Betrieb ist. Und die hat keinen Anführer mehr, weil Markus weggegangen ist. Ach du Scheiße, das sind vier. Darfst du keinem erzählen, ne? Also die Drachensnapper sind echt... Ganz gruselige Geräusche. Wir können auch gerne aus ästhetischen Gründen nochmal die Armbrust ablegen, oder? Wie wär's damit? Brauchen wir die für irgendwas Wichtiges? Nö, ne? Ist auch nochmal schick. Da sind noch ein paar Orks. Ach, ich liebe das mit dem Schwert so, ne? So ein bisschen Aragorn-mäßig. Scheiße. Ja, dieses Timing. Stufenaufstieg? Ja. Boah, geht eigentlich. 53 Lernpunkte. Also, bei aller Liebe, ich hatte anfangs ja noch so meine Zweifel, aber man muss die Steintafeln nicht strategisch benutzen. Also, man kann die Steintafel von Jakendar einfach raushauen. Also, es ist... Ich habe absolut nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Lernpunkte haben. Klar, es wäre cool, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Richtung Bogen oder Armbrust gehen können, aber... Man braucht sie auch nicht, ne? Nur Tränke ist halt nicht so geil, ne? Aber die Drachenslapper nehme ich jetzt noch mit hier. Drei Orks, ja, später. Okay. Was ist denn das hier? Benachrichtigungen deaktivieren, ist mir egal. So. Gut, da hinten haben wir jetzt diese verlassene Ork-Hütte, in der war ja auch ein Bettchen zum Schlafen. Und da war die Höhle, in der wir die beiden Sträflinge hatten. Buddler, Sträflinge, ihr wisst schon. Ach du Schreck. Aha, sind hier etwa die Drachenjäger? Na sowas, wer hätte das nur erwartet? Ja, denn wir haben noch gar nicht die ganzen Drachenjäger wieder getroffen, die oben am Pass waren. Der Pass ist ja leer, die sind alle ins Minental gegangen, aber wir wissen gar nicht, wohin sie gegangen sind. Und scheinbar haben wir sie gefunden. Kurgan. Hey. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Na gut, also, na gut. Mhm. Wen haben wir hier? Hokorn. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Ja, der ist schon erledigt. Hier, hast du was zu trinken? Na gut, also auch nichts Neues an der Stelle. Aha. Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Das freut mich. Okay. Wen haben wir hier und wo sind die beiden Sträflinge? Guda! Kjorn. Was hast du anzubieten? Ja, nee.
Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Erzähl mir etwas über die Burg. Sie liegt ziemlich im Zentrum des Minentals. Als das Tal noch ein Gefängnis war, haben die Erzbarone von dort den gesamten Erzhandel kontrolliert. Ich find's gerade recht spannend eigentlich. Ja, jetzt erzähl mir etwas über das Minental. Das Minental von Corinis ist im gesamten Land für sein magisches Erz berühmt. Diese Berge sind der einzige Ort, wo man das magische Erz finden kann. Eine aus diesem Erz geschmiedete Waffe ist nahezu unzerbrechlich und durchschneidet die stärkste Rüstung. Bis vor wenigen Wochen war das gesamte Tal von einer magischen Barriere umgeben, die undurchdringlich war und niemanden herausgelassen hat. Mhm. So ein bisschen die Story von Gothic 1. Jetzt erzähl mir etwas über die Orks. Die Orks sind erst seit kurzem hier. Ich meine zumindest die Orks vor der Burg. Allerdings wundere ich mich, wie gut sie organisiert sind. Normalerweise greifen Orks ohne Rücksicht auf Verluste an. Diese Orks warten ab. Ich weiß nicht auf was, aber sie warten. Mhm. Jetzt erzähl mir mehr über die Drachen. Drache ist nicht gleich Drache. Es gibt einige, die das gesamte Land mit einer meterdicken Eisschicht bedecken können. Andere leben lieber in sumpfiger Umgebung oder in Vulkanen. Mhm. Okay, danke. Sumpf, Vulkan, haben wir alles schon. Eis, da sind wir gerade. Okay, danke. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich gehe jetzt mal den letzten Drachen töten, dann könnt ihr alle wieder abziehen. Dann gibt's keine mehr. So. Ah, ist schon heftig, wenn man weiß, wie das hier alles in Gothic 1 aussieht. Und ich sehe es gerade vor mir. Da war hier ja gar kein Fels. So, da war das hier alles ein wenig, naja, gemütlicher. Und hier haben wir jetzt die große Eisregion durch den Eisdrachen. Da gehen wir gleich hin. Hier oben war auch irgendwas. Ne? Habe ich richtig gehört. Ach du Scheiße. Nee. Als normales Snapper bin ich dabei. Gar kein Problem. Aber Drachensnapper da hinten, die große Truppe. I don't know. Da hätte ich gerne andere Rüstung. Also generell bin ich von unserem Schaden her, ist ja echt okay. Aber wir halten zu wenig aus. Diese Sprungrolle, ne? Also. So, und ach Gott, wen haben wir denn hier? Wollte Silvio nicht den Eisdrachen jagen? Bulko! Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Mhm. Hey, du, Paladin. Geh wieder zu deiner Erzmine. Hier gibt's nichts zu holen. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Ah. Habe ich gespeichert? Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel hier nicht den starken Mann, du Würstchen. Sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Okay, wir müssen kurz speichern und ich würde ihm gern seinen Geldbeutel klauen. 560! What? Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Mhm. Warum räumst du sie nicht selbst weg? Was springt für mich dabei raus? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Na gut, warum nicht? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Hm. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir,
1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Ja, das hört sich gut an. Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Mhm. Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Ja, warum nicht? Klar, wir können Silvio ja vertrauen, oder? Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Klar, also Silvio, das wohl größte Arschloch von Onas Hof. Warum sollten wir dem nicht vertrauen, ne? Mir tut gerade mein Handgelenk richtig weh. Aua. Mal mein Armbandchen ein bisschen lockerer machen. Aua. Was ist da los? Total unangenehm gerade hier. So, Silvio. Gut. Klar, warum nicht? Ich meine, Ja, er meint, oh, da liegen die toten Drachenjäger schon mal. Er meint natürlich diese beiden wunderbaren Eisgolems. Oh, die Eiswölfe. Stimmt, die gibt es ja auch nur hier, ne? Die sehen richtig eklig aus. Waren die stark? Oh, Scheiße. Aha. So, hier war die Höhle mit diesen Schnapsbrennern, ne? Greifen die uns immer noch an? Und ist da ein Bett drin? Grobes Kriegsbeil, paar Dietriche, ja, danke, danke, schwerer Ast. Ja, sag mir, wo kommst du denn her? Aus Schumpfhausen, bitte sehr. Okay, ein Dietrich, grobes Schwert, 200 Pfeile, what? 50 Bolzen, 50 Pfeile, also vielleicht ist das mit den Pfeilen ja doch nicht buggy und manche hatten einfach nur extremst viele, aber das... Trotzdem merkwürdig. Oh ja, hier ist ein Bett. Oh, das ist super. Eine Steintafel. Nice. Dim, 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 dim. Bogenschütze. Jerhedra. Jerhedra. Bogen. 8 und. Ne, ist ein Händer. 38, naja. Links, rechts. What? Wacholderfleisch und Bärschkristall. Jut, schlafen wir eine Runde. Dim, 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 dim. So, ja, Problem mit den Eisgolems. Lass uns da mal offen drüber reden. Es sind zwei. Ach du Scheiße. Hä? Okay, Goblin. Was? Okay. Hier ist eine Goblinhöhle. Ja, Leute. Im Namen des Königs, ich fordere euch heraus zum Vierkampf. Gut. Haben wir das? Was mit euch passiert? What the fuck? Ah, das ist eine Trollhöhle!
Also... Oh mein Gott! Grasagroda! LOL! Wir wurden vom Ork überfallen und draußen noch wieder neue Goblins. Grasagroda! Gab es sowas nicht auch in Gothic 1 irgendwo? Kommt mir so bekannt vor. Kommt! Warum haben die jetzt einen Baby-Troll dabei? Also eigentlich will ich nur mit den Golems. Na gut, ja. Stufenaufstieg. Da ist nichts zu holen. Ja, wir müssen dann sowieso einfach alles in Stärke pumpen. Dann können wir die ganzen Amulette ablegen. Dann können wir die Amulette switchen auf Geschicklichkeit und Gutes. Naja. Ist schon ein toter Drachenjäger. Ja, war eine gute Idee, Silvio und Bulko zu folgen. Kanonenfutter sind die alle, mehr nicht. So, also Problem ist, das sind zwei. Und ich weiß, was die für einen Zauber wirken. Ja, genau das passiert da nämlich. Also die wirken Eisblock. Ein fantastischer Zauber, der uns einfach festfriert. Einfach nur ein bisschen Geduld haben. Speichern. Da ist nichts zu holen. Ja. Keine Musik gerade, richtig unheimlich. Schlüssel an dieser Stelle war übrigens einfach nur ranlaufen, damit die keinen Fernangriff machen. Und das war in Gothic 1 der Eingang zum neuen Lager. Ich könnte euch jetzt auch einen Screenshot zeigen, aber an der Stelle nochmal der klare Verweis, wenn ihr Gothic 1 nicht kennt, schaut gerne mein Projekt dazu, hier auf der Nintendo Switch, Gothic 1 Classic, ganz frisch, erst ja, direkt vor diesem Projekt hier sozusagen gespielt. Und spielt es natürlich auch selber. Also Gothic 1 muss jeder Rollenspiel-Fan gespielt haben. Damit haben wir die beiden Golems aus dem Weg geräumt. War eine prekäre Situation, aber wir haben sie elegant und voller Selbstbewusstsein gelöst und können jetzt erhobenen Hauptes zum guten Silvio zurückkehren und ihm mal zeigen, dass wir ein viel besserer Assistent sind als der engstirnige Bulko. So, einmal schlafen. Und vielleicht bekommen wir auch wieder Soundtrack. Ich lad mal. Ja, mit dem Soundtrack, das ist ein bisschen widerwillig alles.
Unangenehme Stille. Ich speichere mal richtig und lade mal richtig, ja. Ich will Musik haben. Das ist ein bisschen blöd ohne. Da habe ich das Gefühl, ich muss durchgehend reden und dann rede ich so viel, dass ich mich fusselig rede und dann habt ihr auch kein schönes Erlebnis. Mein Handgelenk tut gerade richtig mies weh. Aua. Aua, 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 aua. Achso, ich habe gemutet. Keine Musik. Ah. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Was mich an Silvio am meisten irritiert, ist eigentlich sein Schwert, ne? Der hat nur so einen groben Einhänder irgendwie. Ach, die Musik, da ist sie ja. Hey! Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Ja, Eiswölfe. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Von mir aus. Na dann los, hopp hopp. So ein Arschloch, ne? Hey. Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Will so schnell wie möglich hier wieder raus. Geborener Drachenjäger auf jeden Fall. Okay, ja, ihr dürft dreimal raten, wer uns nicht hinterherkommt. Selbstverständlich sind wir auf uns alleine gestellt. Wer hätte das nur gedacht? Und ich präsentiere euch das neue Lager 2.0 Gothic 2 Edition. Habe ich die ganze Zeit ein Störgeräusch auf dem rechten Ohr. Also nochmal zwei Eisgolems, aha. What? Und ein Irrwicht. So, Eisgolems, was haben wir gelernt? Wir müssen so schnell wie möglich ran. Beschwören und der Feldknöterich. Der ist, glaube ich, wichtig, um gute Heiltränke zu brauen, ne? Der hat auf jeden Fall auch eine gute Funktion. So.
Okay, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt haben wir da zwei Echsenmenschen. Das hat nicht funktioniert. Oh, der könnte uns töten. Das sind zwei. Vielleicht kommen die einzeln. Ja, der Soundtrack ist schon wieder weg. Also es ist beim Laden. Wenn wir laden, ist nach Zufall der Soundtrack manchmal nicht da. Ist ein bisschen schade. Da ist noch ein Golem. Ja, wenn wir oben sind auf den ehemaligen Feldern des Reislords, werde ich euch nochmal zeigen, wie das ganze Gebiet hier in Gothic 1 aussah. Viele Kohlenhydrate auf jeden Fall. Gruselig, ne? Irrlichter als Gegner. Ich verstehe auch immer noch nicht so richtig, was deren Punkt ist, so. Ja, wenn wir den ersten mit dieser Zweier-Kombo direkt erledigen, dann haben die gar keine Chance. Das ist halt schon... Na gut, da oben ist der ehemalige Staudamm von Homer. Nice. Und das hier ist das Haus des Reislords. Alles ein bisschen durcheinander. Ein bisschen Wein. Das ist, glaube ich, ein Feuersturm, oder? Ein Lederbeutel. Ein Ring. Leichter Fisch. Ein Trank. Erstmal auf den Hocker setzen. Ein Fisch und vor allem wieder ein Bett, ne? Denkt dran, Bett gleich Heilung. Okay. Das hat so sehr gut funktioniert. Man merkt das schon. Also am gefährlichsten sind im Nachhinein Wölfe, Warge, Drachensnapper. Ach du Scheiße. So, ich speichere mal und ich zeige euch mal schnell die Felder des Reichs. Wobei, ich mache mal einen zweiten Monitor an. Ich werde euch ja jetzt mehrere Sachen noch zeigen. Frame-Einbruch. Frame-Drops. So. Der Reislord. Was heißt denn hier vor 6 Tagen?
Heißfelder. Okay, hat sich wieder gefangen. Ich lade mal kurz. Habe ich gespeichert? Ja, ne? Ich lade mal, ob wir vielleicht wieder Ton haben. Das wäre wieder ganz schick. Also das ist echt schade. Also der Sound ist so wichtig in Gothic und so atmosphärisch. Wenn der fehlt, ist schon so ein bisschen Stimmungskiller. Das waren die Felder des Reislords in Gothic 1. Und zwar ist die Kameraperspektive von hier. So ungefähr. Ja. Hier war mal kein Schnee. Das ist genau das gleiche Haus. Das hier war mal ein Feld für Reis. Reis ist übrigens sehr lecker. So, und da oben war der Wachturm. Da waren Soldaten stationiert. Also Wachen des neuen Lagers. Und dann war hier oben... Ja, ist aggressiv, ne? Die Taverne auf dem See. Zeige ich euch auch mal schnell. Silas Kneipe im neuen Lager. Ja, da müssen wir uns eine andere Perspektive noch suchen. Das hier war nämlich in Gothic 1 auch nicht gefroren hier, das ganze Wasser. Das hier ist der Staudamm, das da ist der Wachturm, da klettern wir gleich auch hoch. Und das hier ist Silas Kneipe. Oh, die Höhle allein schon. Hihihi. Ja, so ungefähr, ne? Die sah in Gothic 1 so aus. Jo. Die war nicht eingefroren. Ich müsste das Spiel jetzt neu starten für Ton, ne? Das ist auch ein bisschen doof. Aber man kann hier drauf gehen. Und Sachen sammeln. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ja, nehmen wir alles mit. Danke, danke, danke. Ein bisschen Kleinkram. Da ist auch nochmal einer. Easy. Ja, gehen wir nochmal schlafen, oder? Das ist jetzt ein bisschen... Also mit dem Ton, das triggert mich, aber ich kann das Spiel jetzt nicht neu starten. Ich muss noch öfters laden. Kann ich jedes Mal spielen, oder? Achso, ihr seht die ganze Zeit die Taverne. Sag doch was. So. ja, das ist die Taverne auf dem See, eben auf dem damals nicht gefrorenen See. Hier unten war auch Lefty, der hat uns damals aufgetragen für die Bauern des Reislords. Wasser zu verteilen und dann haben wir Lefty verprügelt, damit er das nachher selber macht. Ganz wilde Geschichte. Ja, und da vorne, da oben in der Höhle, die wir schon gesehen haben, da drin ist dann das hauptsächliche neue Lager gewesen. Auch das werde ich euch gleich nochmal zeigen, denn auch das hat sich natürlich extremst verändert. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, so eine Art Gothic-Almanach selber machen, mit so Screenshots und keine Ahnung. War natürlich auch sehr viel Arbeit. So, hier waren die Unterkünfte der Bauern. Und der ganze See war wie gesagt nicht gefroren. Ah, das ist eine Timing-Frage. Wenn man das Timing einmal drauf hat und dann immer im gleichen Rhythmus schlägt. Easy. So, nochmal zwei Echsenmenschen, die hier hinten so ein bisschen Pause machen, glaube ich. Diener der Drachen. Ja, die habe ich mir um Weiten schlimmer vorgestellt. Was? 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 Was?
Okay, er hat uns... Na gut, so, da haben wir jetzt übrigens nochmal einen Eisgolem. Da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein. Der steht recht ungünstig. Da ist noch einer. Sind wir dead. Also sobald wir von dem Eiszauber getroffen wurden, keine Chance. Scheiße. Nee, okay. Da unten sind irgendwo noch Echsenmenschen, zwei Stück. Machen wir die mal zuerst, ne? Da hinten war auch ein Wasserfall, der ist auch gefroren, ist alles... Alles gefroren, hier seht's euch an. Nochmal zwei Eiswölfe. Eieieiei, ist aber auch alles hier. Denkt dran, dass der Eisdrache auch der schwierigste der Drachen ist. Ist richtig fremd, ne? Dass keine Musik im Hintergrund läuft. Ich meine, vom Klemmbaustein bauen kenne ich es inzwischen. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so fremd, aber... Die Eiswölfe sind übel, ne, vom Aussehen her. Mhm. So, und da oben, der Weg hier, der da so schief hochführt, führte früher zur freien Mine, zur Mine des neuen Lagers. Die gibt es hier in Gothic 2 auch nicht mehr. Müsste doch von den Erfahrungspunkten her. Guck mal, wir leveln bald schon wieder. Dann haben wir 73 Erfahrungspunkte. Lernpunkte meine ich. Eieiei. Da sind nochmal zwei Echsenmenschen. Also ganz... So ganz verstehe ich es nicht. Mit den Irrlichtern, man trifft die sehr, sehr schlecht. So, da oben haben wir jetzt noch zwei Eisgolems. Das sind ja streng genommen die einfachsten Gegner überhaupt, wenn sie eben nicht ihren Eisblockzauber wirken. Da müssen wir jetzt nur gucken, dass wir schnell rankommen. So. Ja, tut mir leid mit der Musik, ne? Es ist von der musikalischen Untermalung her nicht so geil. Ich kann auch gerne nochmal laden, ob es vielleicht jetzt wieder Ton hat, das Spiel. Aber ich starte das Spiel jetzt auch nicht nochmal neu. Das wäre auch doof. Aua! Junge! Einfach zwei Schläge, das geht ja gut. Nichts zu plündern. Gott, da sind auch noch Eiswölfe da hinten. Also einer, glaube ich. Ah, ist schon geil. Also wir hauen halt echt rein. Mein Gott, der Schaden ist gut. Oh, Junge.
Da hätte es noch gefehlt, ne? Heilwurzel, Trank, Blauflieder, Heilkraut. Yo, so, dann gehen wir jetzt noch einmal. Hier ist nichts mehr, ne? Hat sich's ausgegolemt. Auch ganz schön viele, ne? Okay. Dann gehen wir noch einmal auf den Wachturm hoch. Dann gehen wir nochmal unten schlafen in der Hürde des Reislords. Und dann sehen wir uns die Höhle des ehemaligen, ich nenne es jetzt mal Hauptlagers an. Das war ja, das alte Lager war ja streng genommen der hölzerne Außenring, der jetzt von den Drachen zerstört wurde. Dann oben die Burg von den Gardisten. Und das neue Lager hatte unten die Reisfelder, hier oben die Taverne und eben innen drin dann die Banditen- und Söldnerhütten und oben die Magierunterkunft. Und das sehen wir uns alles gleich mal in Ruhe an. Kommt man hier noch irgendwie hoch? Oder kann man hier gar nicht mehr hoch? In Gothic 1 gab es halt Leitern, ne? Das ist jetzt natürlich blöd, oder? Kann man da irgendwo hoch? Jawohl. Also würde mich jetzt schon ärgern, wenn man hier nicht hochkäme. Sieht aber so aus, ne? Springt halt nur nach vorne. Ne. Schade, also in Gothic 1 konnte man hier die ganze Anlage langlaufen, bis da oben. Das ist so eine Wehrturmanlage gewesen. Gut, ja, mit dem Thron. Oder sollen wir nochmal das Spiel neu starten, jetzt nach dem Schlafen? Ich weiß es nicht. Das ist schon gruselig, ne? Einfach so, totale Stille. Und ich habe gleich ein ganz kleines Video, weil die ganze Audiodatei leer ist. Außer mein Geblabbel. Wir speichern, ich starte das Spiel nochmal neu. So. Übrigens, was lustig ist, ich bin aktuell hart in meinem Kopf dabei zu überlegen, ob mir nicht wirklich Gothic 1 besser gefällt. Nach all den Jahren, in denen ich immer gesagt habe, Gothic 2, bestes Spiel. Ich habe die jetzt so kurz hintereinander gespielt und insgesamt weiß ich nicht, ob ich nicht Gothic 1 geiler finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aber auch das DLC, die Nacht des Raben, so ein bisschen, weiß ich, das hat mir so ein bisschen den Flow rausgenommen. Ich weiß nicht genau, warum. Ob das diese Steintafeln waren und die Erkenntnis, dass dadurch die Alchemie so ein bisschen useless geworden ist. Also wir haben hoffentlich gleich wieder Musik. Jetzt habe ich extra Spiel neu gestartet. Oder nicht? Okay. Ja, es ist, na gut. So. Das hier ist einmal das neue Lager. Und das sah so aus. Die Höhle, einmal ist der Schnee hier ganz hoch. Es ging so runter rein und da war alles voller Hütten. Ihr seht es ganz gut. Und hier war sogar noch mehr. Genau, nach dem Fall der Barriere. Wobei das ein schlechtes Bild ist, was zeigt eigentlich die Kneipe und nicht das Lager selbst, meiner Meinung nach. Aber hier. So sah es aus. Und jetzt haben wir nur noch eine riesige Schneehöhle. Aber halt wirklich um Weiten einfacher als Orks, ne? Ich muss es nochmal sagen. So, und hier ging es in Gothic 1. Ach du Scheiße, 2. Hier ging es in Gothic 1 hoch zur freien Mine. Eine schicke Axt. Okay.
Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der hinten gleich einen Eisblock sauber macht, ne? Ey, hier. Eieiei. Rune? Ist das einfach nur die zum Pass im Minental? Warum ist die denn nochmal hier? Und das war die Schlachtaxt. Oh, 140 Schaden. Aber den Runenstein haben wir doch schon. Pass im Minental, Pass im Minental. Warum ist denn hier nochmal der Runenstein? Wer bist denn du? Hättest dich mal wegteleportiert, hä? Ja, und hier ging es in Gothic 1 in Richtung der freien Mine. Die freie Mine war in Gothic 1 die Mine des neuen Lagers, die nachher vom alten Lager angegriffen wurde. Nachdem deren Mine eingestürzt ist, dann haben die Feuermagier gesagt, yo, wir können nicht die freie Mine einfach so angreifen, das würde Krieg zwischen den Lagern bedeuten. Dann hat Gomez gesagt, ihr Verräter, und hat die ganzen Feuermagier umbringen lassen und nur Milton hat überlebt. Hier seht ihr einmal die freie Mine. Die ist da dann so ein Bergpfad lang hinter den Bergen versteckt gewesen. Gut, damit bleibt uns jetzt nur noch in die Höhle hineinzugehen und zu schauen, was uns hier drin erwartet, außer drei Wölfen und Scheiße. Oh, und da ist ein Eisdrache. Yay, aber die Wölfe sind kacke. Die sind schlimmer als der Drache. Eieieiei. Das ist aber unangenehm. Top. Eis treffen doch! Nein, was? Oh Gott. Das war richtig schlecht. Das war jetzt wirklich mal ein fulminant schlechter Kampf. What? Ja, 5. Alle auf einmal. Habt ihr das gesehen? Was ein Witz. Ja, come on, dann müssen wir durch. Mann, will Inos, dass wir das schaffen oder nicht? Dann müssen wir ein paar Eiswürfe besiegen können. Ich red mich schon fusselig hier. Eieieiei. Das Schlimme ist, da waren ja noch viel mehr. Das waren ja 3 Gruppen. Ah, lieber 10 Echsenmenschen als 4 Wölfe. Also Eiswölfe. Eieiei. Einzeln kein Problem, aber... Nummer 2. Eieieiei. Eieieiei.
Vor allen Dingen, wenn das Spiel wenigstens so nett wäre, einem volle Lebensenergie zu geben am Stufenaufstieg oder sowas. Das gibt's ja auch nicht. Weil wir leveln auch bald, ne? Nur so am Rande. Drei. What? Abserviert. Okay, mein Vorschlag, wir gehen mal schlafen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig natürlich, aber hey. Wie süß. Das Bild, das ich euch gerade gezeigt habe, das Bild von der freien Mine, ist vom 2006. 18 Jahre alt. Wenn die Person, die das gemacht hat, damals 20 war, ist sie einfach jetzt 38. Wenn die damals 30 war, ist die jetzt 48. Eieiei. Ah, schon übel, ey, was die Zeit vergeht, ne? Hab ich mich verrechnet? Nee, ne? 18, 6 plus 18. Ist 24, ne? Ist alles richtig. Gut, also das Gebiet hier mag Musik nicht sonderlich. Das ist okay. Dann haben wir jetzt mal so ein sehr bedrückendes Gefühl hier in dem Eisgebiet. Warum nicht? Dann machen wir jetzt oben noch, ich glaube, 2 Eiswölfe und einen Echsenmenschen. Und dann ist nur noch der Drache da, hoffe ich. Und da beschwören wir einen Dämon. Was sind? 3. Es kommt nur einer. Was machen die beiden? Das ist aber nett gerade. Ganz wild. Okay. Na komm. Und damit ist nur noch der Drache am Leben. Das war aber vom Gebiet her auf jeden Fall am schwierigsten, das hier alles frei zu kämpfen. So, und hier ist doch irgendwo, hier drin, glaube ich, ne? In dieser Hütte, genau. In dieser Hütte haben wir eine Nachricht. Und denkt dran, wenn wir diese Nachricht jetzt lesen, dass es ja ursprünglich die Wassermagier in Jakenda nicht gab. Das ist die falsche Nachricht. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns, Saturas. Saturas, denkt dran, der Anführer der Wassermagier. Sehr schöner Hint natürlich für Spieler von Gothic 1, denn man kennt Saturas ja. Und Saturas ist ja in Gothic 2 im Hauptspiel nicht vorgekommen. Diese Notiz war aber trotzdem da. Ich finde es sehr interessant, dass hier steht Zentrum der Zerstörung. Das klingt für mich nach dem Schläfertempel. Klingt beinahe so, als hätte man eigentlich irgendwas machen wollen, was mit dem Schläfertempel zu tun hat. Gut, last but not least, there he is, the final dragon. Oder the dragon, ihr wisst schon. Fingrek.
Und der wurde uns offiziell als der mächtigste der Drachen angekündigt, nur fürs Protokoll. Dementsprechend erwarten wir auch ganz große Probleme. Wir legen mal Dämonenbeschwören schon mal auf unsere Zaubertaste, genau. Denkt dran, der wird sich auch heilen und regenerieren. Dementsprechend ist das ja wohl gerechtfertigt, dass wir da mit Dämonenbeschwören arbeiten. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Mhm. Wer bist du? Ich bin Finkreg, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Okay, sehr freundliche Vorstellung. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Belia also. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Mhm. Unser Ziel sind also die Hallen von Irdorat. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Ich treffe ihn nicht. Aua! Bisschen mehr Einsatz, Dämon. Ich treffe ihn nicht. Nice. Eieiei, also ohne Dämon. Fingreck. Und damit der letzte der vier Drachen ist ebenfalls tot. Herz eines Eisdrachen. Ich danke dir, Dämon. Was haben wir hier? Steintafel, Lederbeutel, Sturmbringer. Lederbeutelchen, nochmal ein Lederbeutel, Lederbeutel. Jesus, Lederbeutel. Ist auch noch einer. Lederbeutel. Drachenei. Ob ich das mitnehmen würde? Sturmbringer.
Sieht aus wie Inos Zorn aus Gothic 1. Drachenei. Wir haben Drachenei gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das mitgenommen hätte. Da. Das Ei ist warm und von innen hört man leises Kratzen. Kann man das essen? Ich würde es gerne mal. Ich probiere es jetzt mal just for fun, ob man das benutzen kann. Dieses. Nee, Gott sei Dank, okay. Dann haben wir unten ein paar leichte Fische gefunden, ne? Ich weiß gar nicht, wo jetzt Dietriche. Wir haben mehrere leichte Fische, nochmal Dietriche, okay. Okay. Und Steintafel, was ist das? Der Magie. Hierhedra. So. Okay, das war Finkrek, der Eisdrache, der mächtigste. Und damit haben wir 6000 Erfahrungen. Wir haben 73 Erfahrungen. Leute, wir werden das alles in die Stärke reinballern. Vor allen Dingen primär erstmal, damit wir die ganzen Ringe ablegen können. Dann können wir Ringe anziehen, die Geschicklichkeit erhöhen oder die Feuerverteidigung erhöhen oder eben, was weiß ich nicht was. Oder eben auch noch mehr Stärkeringe und dann haben wir noch mehr Stärke. Und das... Lol. Habt ihr es gesehen? Und unten ist noch ein Trank. Kann ich darüber springen? Jawohl. Links, rechts. Oh Gott. Naja. Man kommt nicht da oben drauf. Das ist ja schade. Damals, als ich Gothic 2 gespielt habe, kannte ich ja Gothic 1 noch nicht. Ne? Denk dran, ich habe Gothic 2 vor Gothic 1 gespielt. Und ich dachte mir auch nur so, hä? Was ist das für eine komische eingeschneite Region hier? Hä? Und als Gothic 1 Spieler ist es natürlich mega. Was ist denn hier passiert? Und als Gothic 2 Spieler, der Gothic 1 nicht kennt, ist es ja eher so, hä? Wo bin ich denn hier? Sowas in der Richtung. Gut. Wir gehen zurück zu... Ach, Silvio. Da war ja was. Ach, hä? Hä? Die sind neu. Warum sind hier neue Gegner? Entschuldigen Sie? Alle vier auf einmal. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Hä? Die sind neu. Warum sind hier neue Echsenmenschen? Ist es die Frage, sind überall neue oder ist es nur, weil wir den Drachen besiegt haben? Es kommen immer alle vier, ne? Scheiße. Nee. Also wir müssen einen besiegen und weglaufen. Wir haben keine Chance gegen alle. Drei könnten wir theoretisch schaffen, wenn die günstig kommen, ne? Also wenn jetzt einer kommt, den kloppe ich gut weg, dann hätten wir eventuell eine Chance, die loszuwerden. Die Musik, ne? Wir haben jetzt wirklich seit fast einer Stunde keine Musik mehr. Das ist schon ein bisschen sad. Okay, warum war der jetzt... Naja, wir freuen uns einfach, ich hinterfrag's nicht. Okay, wir müssen also zu den Hallen von Ur-Dorath und dort den meditierenden Meister bekämpfen. Das war's mit dir, Mist. Ich hab's immer noch drauf. Warte mal. Mhm. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Ah!
Heilige Scheiße, das war wieder wegen dem blöden nach links laufen. Sorry. Ich hab's immer noch drauf. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde deine Kleine. Tja, so viel zu 1000 Gold, ne? Nichts zu holen. Silvio hat uns verarscht. Wer hätte das nur gedacht? Was ist das hier? Ein grobes Schwert, okay. Was mit Bulko? Kannst du mich nicht an? Warte mal. Du schon wieder. Jetzt nicht. Verdammt. Silvio ist tot. Warte mal. Was willst du jetzt machen, wo Silvio tot ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich mich den anderen Drachenjägern anschließen, wenn sie mich noch haben wollen. Ja, mach das mal. Weißt du, wo die anderen sind? Ich denke schon. Ich habe zumindest einen von ihnen drüben am Fluss gesehen. Bring mich zu den anderen Drachenjägern. Ich bin doch nicht dein Lakai. Ich zahle dir 50 Goldmünzen dafür. Alles klar. Her mit dem Geld. Folge mir. Ich bring dich dahin, wo ich zuletzt einen der anderen Drachenjäger gesehen habe. Ich wusste nicht, dass es die Aufgabe gibt. Also Aufgabe in Anführungszeichen. Ach, guck mal. Das war jetzt auch die Aufgabe. Die Drachenjäger. Das dreckige Schwein Silvio wollte mir den Sieg über den Drachen, über den Eisdrachen streitig machen. Es gab eine kleine Auseinandersetzung. Okay, krass. Ja, aber guck mal hier. Der Meister der Drachen. Der Meister der Drachen soll sich in seinem Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorath aufhalten. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon einmal gelesen? Ihr habt einen kurzen Moment nachzudenken, dann verrate ich es euch. Wir haben doch für Xardas ein Buch von Sekops Hof geholt, dass der Beweis sein sollte, dass Xardas seine Hilfe ernst meint. Und das... Musik! Oh mein Gott! Dieses Buch war das Buch Die Hallen von Irdorath. Wir konnten das ja nicht öffnen, es war irgendwie versiegelt, verschlossen, wir haben es nicht aufbekommen. Und dieses Buch hieß Die Hallen von Irdorath. Und genau das ist der Titel der Inseln, auf dem sich der Meister der Drachen befindet, den wir bekämpfen müssen, um Belias Treiben Einhalt zu gebieten. Das heißt also, Xardas hat früher irgendwann mal von den Magiern ein Buch gestohlen, das genau von diesen Hallen von Irdorath gehandelt hat, ist aber versiegelt, weshalb ja auch Pyrokar das nicht aufbekommen hat. Und ja, jetzt dürft ihr dreimal raten, mit wem wir jetzt reden müssen, natürlich mit Pyrokar. Da er das Buch ja damals von uns bekommen hat, als Vertrauensbeweis von Xardas. Gut, wir können auch Xardas selbst fragen. Ne? Krass, dass Bulko noch am Leben ist. Ich könnte schwören, sonst habe ich den immer gemeinsam mit Silvio bekämpft. Ach, schon geil, ne? Wir haben Bulko kennengelernt bei den Söldnern und jetzt ist er einfach hier. Sonst alles klar? Geh mir nicht auf die Nerven. Hey. Ich habe alle Drachen getötet. Naja, und wenn schon. Hier im Tal gibt's noch genug für uns zu holen. Na toll, ja. Hey, du. Ich habe alle Drachen getötet. Verzieh dich und erzähl deine Märchen jemand anderem. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich uns glauben würde. Hey. Die Drachen sind tot. Ha, wer soll sie denn getötet haben? Die Paladine? Ich. Das glaubst du doch selbst nicht. Hör auf, mich zu verarschen. Tja, okay. Gut.
So, wir sind schon ein bisschen in der Überlänge, ist aber nicht schlimm. Wir gehen noch einmal zur Burg und werden natürlich auch nochmal berichten, dass wir die Drachen getötet haben. Wir können das Auge Inos nochmal aufladen. Zack. Wie war denn das eigentlich nochmal? Brutus konnte uns auch Stärke beibringen, oder? Jetzt schneit's hier. Also generell die ganze, ja. Vielleicht hört's ja gleich auf. Ich hätte das nicht gemacht. So. Hey, du. Kannst du mir Stärke beibringen? Ich will stärker werden. So. Draußen sind die Orks getriggert, das ist egal. 10. 4. 5. Hey, du. 10, 4, 5. Also 20. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Really? Ah, wobei den Gürtel können wir auf jeden Fall anlassen, oder? Na gut, danke für nichts, Brutus. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich weiß langsam. Können wir vielleicht noch hier dem Drachenjäger berichten, dass wir alle Drachen getötet haben? Der wollte auch Trophäen haben. Was hat er da vorher gemacht? Reton. Nö. Na gut. Aber jetzt schneit sie auch ein bisschen, ist auch mal schön. Bisschen Abkühlung hier. Das ist doch alles nur Gerede. Daran wird sich nie etwas ändern. So, Garond, gute Neuigkeiten. El Drachos a Todos. Das habe ich früher auch immer nicht. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Eieiei. Ja, und das war's tatsächlich auch hier im Minental, denn wirklich große Aufgaben gibt es hier jetzt am Rande nicht mehr. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Oh, danke schön. Okay. Damit haben wir im Wesentlichen die Drachen bekämpft und müssten jetzt einmal zurück nach Korinnes und mit Pyrokar über die Hallen von Ur-Dorath sprechen. Gut, dann werde ich aber, wie ich euch das schon angekündigt habe, jetzt an dieser Stelle auch eine etwas längere Aufnahmepause machen. Ich denke mal so 2-3 Tage oder eher 4 Tage oder sowas, dass ihr ein paar Videos nachkommentieren könnt und ich dann weiß, was ihr geschrieben habt. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann machen wir gemeinsam weiter, werden wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal, wir werden auf jeden Fall im nächsten Video noch einmal im Minental bleiben für eine Stunde und noch mal ein paar Sachen abplappern. Wir müssen noch mal nach Stonehenge, möchte ich gerne noch mal, ob der Angar jetzt da ist. Dann würde ich gerne noch mal den Pfad hier lang gehen. Moment. Diesen Pfad hier. Vom Eisgebiet zum Stonehenge. Den haben wir uns noch nicht angeguckt. Ich würde gerne noch hier ein paar Orks verkloppen. Und hier in die Höhle gehen, in der wir in Gothic 1 den Almer nachgeborgen haben. Und ich würde mich gerne über den Orkwall glitschen. Frag nicht. So, wenn wir das alles gemacht haben, wäre ich bereit, nach Korinnes zu gehen. Das heißt, wir werden im nächsten Video wahrscheinlich, meine Vermutung, wir werden im nächsten Video noch ein paar Sachen erkunden, die ich noch gerne nachholen möchte. Kommentiert auf jeden Fall unter die Videos, wenn ich irgendwas vergessen habe.
Und am Ende des nächsten Videos werden wir wahrscheinlich dann Richtung Pass im Minental die Aufnahme beenden, sodass wir im übernächsten Video dann nach Korinnes zurückkehren, wo sich dann natürlich auch wieder einiges verändert haben wird. Ihr kennt das ja inzwischen über die Hin- und Herreisen, also über die Kapitel ändert sich ja immer was in der Spielwelt. Ja. Gut, das waren die vier Drachen. Das war der letzte, der mächtigste der Drachen. Und meine Güte, waren die Eiswölfe nervig. Für Innos. Und seid gespannt, was uns beim nächsten Mal erwartet hier bei Gothic 2. Wenn wir uns noch die letzten Winkel vom Minental angucken. Und vor allen Dingen, was uns dann erwartet, wenn wir nach Korinnes zurückkehren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kannst du eh nichts dran ändern. Ich habe so einiges gehört.